Hi zusammen und ja, heute ist unser Thema, wir wollen mit Selenium einmal automatisch googeln nach irgendwas, was ihr euch aussuchen könnt. Und ja, das ist eigentlich super easy, ich will euch aber dabei so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze so auch funktioniert. Dazu benötigen wir natürlich als allererstes mal natürlich Selenium als Import. Das heißt, wir importieren from Selenium und wir brauchen eigentlich nur den Webdriver. Der Webdriver ist sozusagen das, was den Browser treibt. Also ja, dazu, der braucht auch dann den Chrome-Driver. Dem Web-Driver kann man einfach mitgeben, hey, hier, bitte benutzt Chrome, bitte benutzt irgendwas anderes. Und darüber wird das dann alles geregelt. Das heißt, das Erste, was wir erstellen, ist unseren Driver. Das ist eine Variable. Und das wird eine Chrome-Variable, weil wir hier den Chrome-Driver haben. Ihr könnt natürlich auch Firefox oder aber auch den Internet Explorer bzw. Edge benutzen. Und den natürlich fernsteuern. Das zeige ich euch aber sofort, wie das funktioniert. Webdriver ist das, was wir importiert haben. Punkt. Und jetzt könnt ihr euch hier aussuchen, was ihr haben wollt. Also es gibt auch Android, dazu aber später mehr. Der ist ein bisschen komplexer zu benutzen, genauso wie BlackBerry. Aber wir haben hier auch Chrome, Edge und Firefox. Ihr benutzt einfach genau das. Und wir haben auch natürlich Opera, wir haben auch Safari. Die brauchen dann jeweils ihren eigenen Webdriver, den könnt ihr euch dann zusammen googeln quasi. Wir benutzen jetzt hier aber erstmal so zum Reinkommen das Einfachste, nämlich Chrome. Wie gesagt, falls ihr Firefox benutzen wollt, ist das auch absolut kein Problem, der funktioniert genau gleich. Okay, webdriver.chrome und jetzt können wir hier optional eingeben, welchen Pfad unser Webdriver hat. Das heißt, wo liegt unser Webdriver? Wenn ihr euren Webdriver in den Pfad eingefügt habt, also in den Systempfad, dann braucht ihr hier nichts angeben. Aber da ich euch das nicht gezeigt habe, weil ich es euch auch nicht empfehlen würde, müsst ihr hier einfach den Pfad eingeben. Das heißt, wo liegt diese Datei? Und jetzt kann ich hier einfach Rechtsklick drauf machen und Copy Path einfügen. So, und jetzt einfach das hier rein. Pasten, Home, Morpheus, Tod, Selenium, Python, Chrome Driver. Wenn ihr unter Linux seid oder unter macOS, wird das in etwa so aussehen. Unter Windows werdet ihr Backslashes verwenden müssen und ihr werdet höchstwahrscheinlich auch C, Doppelpunkt, irgendwas haben. Also lasst euch nicht davon irritieren. Das kann ein bisschen anders aussehen, aber einfach über Rechtsklick und dann eben hier Copy Path, nicht Copy Relative Path, Copy Path einfach immer benutzen. Wobei der Relative Path müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, genau. Und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Jetzt könnt ihr sozusagen euren Browser erstmal starten. Ihr könnt dann den Browser fernsteuern und so weiter und so fort. Und wir machen das jetzt einfach folgendermaßen. Wir werden hier erstmal unseren Browser starten und rufen eine URL auf. Das heißt, wir sagen driver.get. Und jetzt können wir hier sagen, was wir für eine Website aufrufen wollen. Zum Beispiel http s://www.google.com und fertig. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das alles aussieht. Wir starten einfach mal und wir sehen, dass hier sich Google aufmacht. Wunderbar, wir haben eigentlich alles, was wir haben wollen. Wir sehen hier oben, Chrome wird von automatisierter Testsoftware gesteuert. Das ist so ein kleines bisschen immer da, damit der Nutzer das auch weiß. Also damit könnte man natürlich auch wunderbar Viren schreiben, ganz klar. Aber damit der Nutzer eben auch immer Bescheid weiß, dass hier Chrome auch gerade ferngesteuert wird, steht auch bei Firefox da, keine Sorge, dann haben wir hier natürlich immer diese Meldung. So, jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen weird aus. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Der Browser bleibt auch offen, nachdem das Skript fertig ist. Also ich zeige es euch gerade mal. Browser is finished with exit code 0. Das bedeutet so viel wie, mein Programm ist fertig gelaufen, was ihr hoffentlich wissen solltet. Aber der Browser bleibt trotzdem offen. Also da müsst ihr auch drauf Acht geben. Okay, so und was passiert jetzt? Was wollen wir machen? Wir wollen als allererstes mal, naja, wir wollen vielleicht mal nach irgendwas googeln. Das heißt, wir müssen aber auch ein bisschen warten, logischerweise, damit wir hier auch sicherstellen können, dass der Browser auch offen ist. Wir sagen time.sleep, also unser Skript wartet 5 Sekunden und jetzt können wir hier irgendwas weitermachen. Wir können zum Beispiel googeln. Wir können uns das Suchfeld, halt, wir bleiben im Englischen, Search Field ist gleich driver.find. Und jetzt das Erste, was ihr schon mal habt hier, ist, wir benutzen CSS-ähnliche Syntax bzw. HTML oder so ähnliches wie HTML. Also wir greifen quasi über den HTML-Namen auf diese ganzen Dinger drauf zu.
Was genau bedeutet das? Naja, das heißt für mich, ich muss mir auch den Source Code von dieser Website angucken und ich muss da auch ein bisschen Ahnung haben, wie das Ganze aussieht. Sonst wird das ein bisschen schwierig werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal das Ganze nochmal starte, ich mache das nochmal kurz raus und dann zeige ich euch das mal, wie man da so ungefähr vorgeht. Okay, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, wir wollen, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen das Suchfeld hier haben. Wir suchen uns quasi dieses Feld und wollen das in eine Variable reinspeichern. Das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, ja, wie bekomme ich denn dieses Suchfeld eigentlich? Wir müssen also rausfinden, was für Eigenschaften dieses Suchfeld hat. Das heißt, wir machen hier einfach mal untersuchen. Und dann sehen wir hier einen ganzen Haufen Kram, der uns eigentlich nicht wirklich was bringt. Ist ziemlich doof. Und speziell für Google gibt es da eine wunderbare Alternative, nämlich /XHTML. Das ist eine von Google zur Verfügung gestellte Seite, die dann tatsächlich ein bisschen automatischer funktioniert. Also das heißt, Google lässt sich sogar fast freiwillig automatisieren. Jetzt hat man nämlich hier schönen HTML-Code und man kann hier einfach über Untersuchen rausfinden, was für ein, also das ist ein ganz normales Inputfeld dann. Und ich kann mir hier jetzt raussuchen, was genau das Ding eben kann. Das heißt, ich kann hier erstmal die Klasse rauslesen, bringt mir nicht so viel. Ich kann hier von mir aus auch über die ID gehen, funktioniert auch wunderbar. Ich kann aber auch einfach über den Namen gehen, der ist einfach nur Q. Und das werde ich jetzt hier in dem Beispiel machen. Also ihr müsst dann quasi aus dem HTML hier drüben an der Seite auslesen, was genau das für Eigenschaften hat, dieses Feld, was ihr hier verwenden wollt. Das heißt, als allererstes mal kopieren wir uns nochmal diese URL hier. Wir gehen jetzt nämlich über dieses XHTML, weil sich das einfach besser automatisieren lässt. Und dann sagen wir hier, okay, wir wissen jetzt, dass unsere... das sollte ich vielleicht nochmal schreiben. Search Field ist gleich... Wir wissen jetzt, wie unser Feld heißt. Das heißt, wir machen hier ein Find Element by Name. Okay, wir werden noch andere Techniken dafür kennenlernen. Das ist jetzt erstmal die erste, nur damit wir ungefähr wissen, wie das Ganze so funktioniert. Wir haben herausgefunden, dass der Name Q ist. Und das ist auch alles, was wir hier reingeben müssen. Und ja, jetzt können wir hier einfach sozusagen emulieren, als wären wir der Benutzer. Wir können jetzt also sagen searchField.sendKeys. Das heißt, wir schicken irgendwelche Buchstaben dahin und suchen mal nach... Ja, wir sind jetzt Leute, die hier tatsächlich nach Google googeln. Ha, wir sind so gut. Und was wir jetzt, also wenn wir das machen, dann steht da einfach wirklich Google drin. Ich zeige euch das gerade mal kurz, weil ich das einfach wirklich interessant finde. Es ist wirklich wie, wenn wir ein normaler Nutzer sind. Das heißt, was wir jetzt hier machen, wir warten 5 Sekunden. Und jetzt googeln wir nach Google. Das ist aber auch wirklich alles, was wir tun. Wir schicken das nicht ab. Das muss nochmal separat getätigt werden. Das heißt, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen Searchbox oder Searchfield.submit machen. Damit schicken wir einfach alles ab. Das ist, als würden wir Enter drücken sozusagen. Und dann können wir einfach mal... am Ende sollte man theoretisch immer noch den Driver.quit Aufruf tätigen. Das ist sowas wie eine Datei zu schließen. Man sagt einfach, hey, ich bin fertig, kannst dich wieder zur Ruhe legen, alles gut. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir warten erstmal 5 Sekunden, dann googeln wir nach Google, vollautomatisch, also ich mache hier nichts, keine Sorge, und dann drücken wir auch noch Enter. Und wenn wir jetzt nämlich driver.quit machen, dann schließt sich auch wieder das Fenster. Ich sollte natürlich hier auch noch kurz, time.sleep einbauen, damit wir auch was sehen können. Und dann schließt sich das Fenster einfach nach 5 Sekunden wieder, weil wir dann quasi fertig sind. Also wir googeln jetzt nach Google, warten 5 Sekunden, sehen, was hier alles da ist und dann sind wir sozusagen durch. Okay, cool. Und ja, das ist auch schon unser erstes Skript, was wir mit Selenium programmiert haben und auch programmieren wollten. Das funktioniert ganz gut. Und ja, nächstes Mal schauen wir uns dann so ein bisschen die schwierigeren Dinge an, wie man damit umgehen kann und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel, was man machen kann. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.